Hallo alle und herzlich willkommen zum Beauty-Plausch für diese Woche. Ja, es ist ein deutsches Video. Zu dem Thema werde ich nochmal im Blablabla was sagen, aber fangen wir erstmal an mit den ganz normalen Kategorien. Und da geht es um den Favorit der Woche und den seht ihr auch auf meinen Lippen. Es ist mein heißgeliebter Maxi Sheer. Ja, wer mich schon länger verfolgt und länger schaut, der kennt den schon. Das ist mein erster... Ja, eigentlich zweiter MAC-Lippenstift gewesen, aber mein erster originaler oder also am Counter gekaufter. Den anderen hatte ich mal über eBay. Und der ist fast leer, der ist Teil von meinem Project 10 Pan. Wer das Video auf Englisch noch nicht gesehen hat, das verlinke ich euch mal hier in der Infokarte. Ja, da geht es darum, den ich auch leer zu machen. Und ich habe ihn jetzt schon fast leer. Ich weiß da noch nicht, was ich damit mache, weil da ist ja immer unten noch so ganz, ganz viel drin. Aber ja, mal gucken, auf jeden Fall habe ich ihn fast die ganze Woche getragen und mich wieder in die Farbe verliebt. Ich weiß jetzt, warum er mein Favoriten-Lippenstift war. Er steht mir einfach wunderbar, er sieht einfach toll aus, egal zu was. Und er gibt so Farbe, ohne zu viel zu sein. Und ja, deswegen Favorit der Woche. Und ich habe ihn ja nochmal in voll, ich habe ihn ja nochmal neu geschenkt bekommen, weil der hier verloren gegangen war. Also auch wenn der hier leer ist, muss ich mich von der Farbe nicht verabschieden. Neue Schmuckstücke und mein neues Schmuckstück wurde diesmal gesponsert von Luisa Text Pictures oder Luisa SL. Diese Palette hat sie mir zugeschickt, die habe ich in meinem Briefkasten gefunden. Wir haben nicht drüber geredet, als sie bei mir zu Besuch war. The Nudes von Maybelline. Ich hatte überlegt, sie mir bei Amazon ein Deal zu kaufen. Sie meinte, komm, ich brauche meine nicht, ich schicke sie dir, weil sie findet die La Palette Nude von L'Oreal besser und deswegen, so bin ich zu diesem Schätzchen gekommen. Beziehungsweise, ja, ich wollte sie halt einfach mal testen. Irgendwie haben mich diese L'Oreal und Maybelline Nude Paletten immer eine Zeit lang sehr gehypt und sehr, wir testen sie alle mal aus. Und dann hat man nicht mehr viel davon gehört und seitdem gehen sie mir nicht mehr aus dem Kopf und ich wollte sie gerne auch mal testen. Mein Augen-Make-up ist auch heute mit ihr geschminkt. Ich werde dazu aber nochmal, denke ich, separat in einer Review-Time was zu sagen. Ja, aber ich freue mich, dass ich es jetzt testen kann. Danke, Luisa, dafür. Also ein Privatsponsoring, kein Firmensponsoring. Und mein altes Schätzchen, das ist dieser hier. Sleek. Sweet. Ich habe nämlich bei der lieben Larry die Videos geguckt und sie hatte in ein, zwei so einen wunderbaren, frischen Look, wo sie einfach nur einen tollen Tint hatte mit Foundation und auf den Augen eigentlich nichts weiter, außer ja fast Naturfarben, also einfach nur ein bisschen ausgeglichen und vielleicht so ein Hauch von Schatten in der Lidfalte, aber eigentlich kaum Augen-Make-up, nur Mascara und dann roten Lippenstift. Und ich habe es in letzter Zeit, früher habe ich das auch so gemacht, also klassisch wirklich nur die Augen ganz, ganz dezent und auch die Wangen ganz, ganz dezent und dafür knalligen roten Lippenstift. Bin jetzt aber dazu übergegangen gewesen, auch mit so einem Augen-Make-up wie heute knallroten Lippenstift zu tragen. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Fand es bei ihr aber doch mal wieder erfrischend zu sehen und auch, ich fand, das sieht auch so frisch aus und geht so schnell. Und deswegen habe ich auch den Suede wieder ausgepackt, weil das ist so mein No-Make-Up-Make-Up-Blush. Der ist einfach wunderschön und ja, man sieht nicht geblasht aus, aber man sieht einfach nur frisch aus. Ich weiß, dass die liebe Fortisca, ich weiß immer nicht, wie ich den Namen richtig ausspreche. Ich glaube, so heißt sie auch nicht auf YouTube, sondern nur bei Instagram. Ganz, ganz liebe Followerin, Abonnentin, mit der ich auch ab und zu mal unter den Kommentaren schreibe. Und sie hat ihn schon geleert. Also sie hat jetzt schon den zweiten angefangen und es ist ein wunderschönes Blush. Und ich habe ihn wieder ausgepackt und auch, also das hätte auch Favorit der Woche werden können, weil ich ihn für die ganze Woche benutzt habe. Und auch den trage ich heute. Also alle Produkte, die ich hier erwähne, sind auch heute in meinem Gesicht als Beweis, meine Liebe. Ja. Seitdem ich umgezogen bin, wieder eine Pendlerin. Also ich war schon vorher Pendlerin, aber eine Bahnpendlerin. Ich fahre jetzt wieder mit der S-Bahn und habe deswegen morgens wieder Zeit, meinen Blogfeed regelmäßig zu lesen. Im letzten Jahr, als ich Auto gefahren bin, habe ich eigentlich fast nie Blogs gelesen. Das ist für mich so ein absolutes Bus-Bahn-Ding. Nur wenn ich irgendwie speziell nach Produkten gesucht habe. Und wenn ich da besonders gerne lese, ist Screams Beauty. Ich mag ihre Beiträge, ich mag ihre Ideen. Das ist nicht so 0815, das sind schöne Fotos, sind tolle Sachen. Es geht oft auch mal Richtung High-End, aber ja, ich mag auch ihre Pummel. Ein Pummel wird Fit-Reihe mit so Rezepten und Geschichten. Das finde ich auch sehr spannend. Also den Blog mag ich sehr, sehr gerne. Aber auch die Klassiker Maggi lese ich gerne innen, außen, Mellet Fell, diese ganzen Blogs, die ja, glaube ich, alle schon kennt.
Und auch in Snapchat gucke ich da immer gerne rein. Also ich glaube, fast alle Personen, die ich gerade erwähnt habe, haben auch Snapchat. Bei Snapchat finde ich es besonders spannend, Thalassia zu folgen. Also Thalassia, auch der Blog. Da sind ja aber ihre ausgefallenen Augenlooks, aber sie ist auch auf Snapchat relativ spannend. Und wenn ich noch auf Snapchat natürlich total gerne folge, sind die Leute, die ich kenne. Jules, Luisa, Shenya, Enkipedia, gucke ich total gerne. Jutta, Gesichtsmalerei. Also ich finde es immer toller, dass immer mehr Leute auf Snapchat sind, die ich auch persönlich kenne. Und dann ist es auch gleich nochmal so ein bisschen so ein kleines Stückchen mehr Alltag, weil man sie vielleicht auch schon mal getroffen hat persönlich. Aber generell, ja, Snapchat, große Liebe. Und wenn ihr mir noch auf Snapchat noch nicht folgt und gerne folgen möchtet, auch da heiße ich Beauty Hexe. Und ja, alle Personen, die ich gerade erwähnt habe, mal unten rein. Und ja, es wurde ja auch gefragt, weil ich ja jetzt mit Project Pen und englischen Videos angefangen habe, wen gucke ich denn gerne bei den Project Pennern? Und da gibt es so ein paar Klassiker. Eat Sleep Makeup 23 ist, glaube ich, relativ gut dabei. Die gucke ich recht regelmäßig. Anya Marina und Amber F. Natürlich kennt man. Amber F hat so diese ganze Pen-That-Palette-Geschichte, also nicht Project Pen, aber Pen-That-Palette gestartet. Und ja, das sind jetzt nur so ein paar weniger. Ich wollte es jetzt auch nicht so voll frachten. Vielleicht mache ich da nochmal ein ganzes Video, separates Video zu. Und ja, die gucke ich gerne. Ich glaube, das waren jetzt mal genug Empfehlungen. Kaufrausch. Ja, ich versuche mich gerade Ende des Jahres ein bisschen zurückzuhalten, vor allem weil mein Auto eine kleine Rechnung mir beschert hat und ich ein bisschen Probleme habe, gerade TÜV zu bekommen. Aber es passt schon. Ja, aber was es neu gibt, ist die Rough Luxury Limited Edition von Catrice wurde gesichtet. Auf Instagram habe ich die gesehen. Ich habe sie noch selber noch nicht gesehen. Die Joy Care Love von Essence wurde auch schon gesichtet. Das ist ja so ein bisschen die Pflege-LE. Die spricht mich nicht so an. Aus der Rough Luxury spricht mich definitiv das Blush an. Das ist schon sehr schick, sehr hübsch und ich denke, das werde ich mir auch noch erjagen. Ansonsten hat, glaube ich, Revival Loop auch sein neues Sortiment jetzt rausgebracht, unter anderem mit matten Lip Creams. Ich habe sie auf Instagram gesehen, aber auch gerade auf Snapchat von Shenya gehört, dass sie nichts taugen sollen und nicht gut sein sollen und was ja ein bisschen schade wäre. Mal gucken, ob es da noch mehr Testberichte gibt. Das sind so die News, die ich so mitbekommen habe und was es so in der Drogerie gibt. Also, wenn euch die Limited Editions interessieren, gerne jetzt loslegen mit dem Jahr. So, und irgendwie sind wir mit dem Beauty Blush jetzt relativ schnell durch und jetzt kommt der Blabla-Teil. Jetzt wird es, glaube ich, lang. Ich muss noch mal was dazu sagen, zu den englischen Videos. Also, die werden sehr, sehr gemischt aufgenommen und gemischt heißt negativ. Also, ich habe eigentlich sonst wenig Probleme mit negativer Kritik, vor allem auch mit Daumen runter. Ich bin auch jemand, ich gucke nicht auf die Daumen hoch und Daumen runter. Also, irgendwie ist das für mich keine so große Größe. Ich gucke eher auf die Klickzahlen, also wie oft wurde es angeguckt, weil natürlich, wenn ein Video mehr angeguckt wurde, weiß ich, okay. Das haben mehr Leute gesehen, also tauschen sich auch mehr Leute dazu aus. Also, oder Kommentare freuen mich auch immer total. Aber auf die Daumen gucke ich eigentlich sonst gar nicht. Aber ich weiß, dass es immer ein paar Negative gibt, aber wenig Negative. Bei den englischen Videos oder vor allem bei dem ersten richtigen englischen Video, dem Project Ten Pen, war es jetzt leider so, dass bestimmt ein Drittel negative Daumen runter war. Und das war schon krass. Jetzt haben sich auch einige Follower in den Kommentaren dazu geäußert, dass sie das krass finden. Ich finde es gar nicht so schlimm, was ist ungewohnt, weil es ist sonst nicht so gewesen. Aber ja, ich meine, dafür ist das Tool ja da, um wiederzuspiegeln, wie man etwas findet. Klar wäre es immer noch schöner, wenn jemand einen Daumen runter gibt und dann auch schreibt, darum gebe ich einen Daumen runter oder das gefällt mir nicht oder das würde gerne besser zu machen. Aber auch das muss ja nicht sein, ne? Also, wenn halt der Daumen runter ist, es ist in Englisch, dann muss man auch nicht in die Kommentare schreiben, das ist Englisch, sondern dann reicht halt auch der Daumen runter, dann weiß ich das auch. Also ich gebe da nicht so viel drauf. Ich weiß, dass einige in den Kommentaren da schockierter waren. Ich gebe da nicht so viel drauf. Insofern als dass dieses Project Ten Pen oder Project Pen, diese Community, macht mir unglaublich Spaß. Ich finde es unglaublich spannend. Das sind Videos, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und ich freue mich auch schon auf mein erstes Monthly Update und das Video zu meinem Panda Palette Challenge. Deswegen, ich habe da Spaß dran. Und wenn ich nur meinen Content danach ausrichte, was die Leute sehen wollen, dann würde ich hier nur Life-Hacks machen und Beauty-Hacks und DIY EOS Lip Balms und ich ziehe mich aus und gebe euch BH-Tipps und was noch so beliebte Videos, irgendwelche Challenges oder irgendwas und das seht ihr ja alles nicht
ja, weil es nicht darum geht, nur Videos zu machen, die euch gefallen, sondern Videos, die mir auch Spaß machen. Wenn die euch gefallen, umso besser. Aber ja, also ich richte meinen Content nicht nur danach aus, was ankommt, weil dann müsste ich halt so werden wie ein paar Leute und Mädels hier auf YouTube, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin, also wo ich überhaupt gar nicht, mir überhaupt nicht gefällt, wie sie sich entwickelt haben. Deswegen mache ich das nicht. Und auch wenn es die Daumen runter gibt, ich werde diese Videos weitermachen und ich werde sie auch weiter in Englisch machen. Was ich eine berechtigte Kritik fand, war, ja, die Community ist klein zu Penning Project in Deutsch. Warum machst du sie denn nicht auf Deutsch, damit du die Community stärkst und vielleicht aufbaust? Ja, das stimmt, das wäre ein gutes Argument und das ist halt positive, also das ist konstruktive Kritik. Darauf meinte ich aber auch einfach, dass wenn ich sie halt auf Deutsch mache, ich mich auch nur mit der deutschen Community austauschen kann. Wenn ich sie auf Englisch mache, kann ich mich mit der englischen austauschen und mit der deutschen. Ich habe einfach eine größere Bandbreite und deswegen, ja, auf Englisch. Und ich finde es auch ganz nett als Übung, weil so ein bisschen Englisch labern macht man ja auch nicht so oft. Also ich brauche es auf der Arbeit, aber eher im Schriftlichen und ja, also wird weitergehen, mir macht Spaß, ich freue mich über die positive Kritik, ich freue mich auch über negative Kritik, wenn sie denn konstruktiv geäußert wird, aber ja, und das sind ja wie gesagt nicht die einzigen Videos. Es war im letzten Monat ja auch ein bisschen ruhiger, das lag an meiner Wohnsituation, das lag an meiner Arbeitssituation, das lag an dem und dem und dem alles, aber ihr merkt ja, ich bin umgezogen, ich habe meinen neuen Background, ich habe jetzt noch eine zweite Fotolampe. Ich kann jetzt abends auch nach der Arbeit, auch 21 Uhr, auch 22 Uhr, auch 3 Uhr nachts, wenn ich Bock habe, drehen. Und es ist anschaulich und man kann es, ist ansehnlich und man kann es vom Licht her sehen. Deswegen habe ich jetzt die Möglichkeit, auch spontan zu drehen und bin nicht mehr auf Tageslicht angewiesen. Weil ich hatte im letzten halben Jahr komplett meine Fotoausrüstung eingemottet, weil ich nicht dachte, dass ich so lange nicht in meiner eigenen Wohnung sein werde. Und es ging halt einfach nicht. Es ging nicht. Ich konnte nur am Wochenende drehen. Und wenn ich das Wochenende weg war oder nicht da war oder nicht alleine war, es ging nicht. Und ja, jetzt geht das wieder und ich freue mich drauf. Es werden mehr Videos kommen, es werden nicht nur englische Videos kommen. Im Gegenteil, es wird die Seltenheit mit den englischen Videos. Und deswegen hoffe ich, dass dann alle zufrieden sind und alle froh. Und ja, tut mir leid, dass es jetzt so ein kleiner Rant war, aber es musste raus. Und ja, ansonsten kommen wir mal zu schöneren Themen. Weihnachten steht vor der Tür, habt ihr schon alle Geschenke? Ich habe noch nicht so viele Geschenke, aber ich denke doch die wichtigsten. Ich freue mich drauf. Ich werde natürlich das Zuhause bei meinen Eltern verbringen. Ganz klassisch, meine beste Freundin kommt vorher noch zu Besuch. Wir verbringen das vierte Adventswochenende hier in Frankfurt und fahren dann gemeinsam nach Dresden. Ihr habt sie schon gesehen, Remi, in ein paar Vlogs. Und holen dann ihre Katzen ab, weil nicht alleine da bleiben können über Weihnachten und deswegen hole ich sie im Auto noch mit ab. Dann fahren wir dann zu meinen Eltern und Silvester werde ich wieder hier in Frankfurt feiern. Ich werde meine eigene Silvesterparty geben. Also ich freue mich sehr auf die Zeit. Ich freue mich, dass jetzt meine letzte Arbeitswoche anbricht und danach mal so eine kleine Zeit zum Durchschnaufen ist und genießen und aber ich auch trotzdem vielleicht was schaffe über die Zeit und ja. Mir gehen ein bisschen die Adventskalender auf den Senkel. Ich wollte gerade ein anderes Wort benutzen, aber ich sage jetzt Senkel. Also gerade mein Blogfeed, ich habe es auch letztens getwittert, es ist wirklich so, du machst dein Blogfeed morgens auf in der Bahn und die ersten 8 Artikel sind alles Adventskalender, die alle auf 0 Uhr getimed sind. Und ich dann immer schon so gelesen, 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 gelesen. Ich will gar nicht reingucken. Ich mache bei Blog-Gewinnspielen oder generell Gewinnspielen überall eigentlich einfach nicht mit, weil ich mir denke, da ist jemand, der hat eine ganz normale Schminksammlung, eine ganz normale Frau oder ein ganz normales Mädchen am besten noch, wo vielleicht auch die finanziellen Mittel anders sind, Taschengeld und nicht schon arbeiten, die sich viel, 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 viel mehr über sowas freuen. Wo ich jetzt nicht mit meiner riesen Schminksammlung, die schon alles beherbergt, was man denn braucht, da noch hingehen muss und dann irgendwelchen anderen Leuten die Gewinne wegschnappen muss. Versteht ihr, was ich meine? Und ich bin auch ich mag keine Gewinnspiele. Ich mag es einfach nicht. Für mich sind Gewinnspiele immer ein absoluter Abonnentenfang, weil es ist nie, ja, ihr müsst, ich mache ein Gewinnspiel und ich mache es, also versteht ihr, ich mache es nicht für die Leute, die ich schon kenne oder so, sondern es ist immer, schreibt einen Kommentar, abonniert mich, ihr müsst das und das und das und das. Es ist immer an diese Bedingungen geknüpft, die dazu führen, den Kanal größer zu machen. Und das ist so, also für mich hat das auch nichts mehr mit, ich möchte euch etwas geben, sondern ich möchte meine Followerschaft vergrößern, deswegen mache ich mal ein Gewinnspiel. Und also ich habe früher Gewinnspiele gemacht, ich mache mittlerweile keine mehr. Und am schlimmsten, also was heißt am schlimmsten, finde ich immer noch, wenn dann
dass gesponserte Sachen sind. Also ich habe nichts gegen gesponserte Sachen oder PR-Samples an sich, aber wenn man sich nicht mal die Mühe macht, es ist immer was anderes, wenn man was bekommt und man kann nichts damit anfangen. Also, was heißt, man kann nichts damit anfangen? Es ist einfach für einen zu viel. Man hat schon 10 Milliarden Lippenstifte und kriegt 5 Milliarden Lippenstifte zugeschickt. Dann sagt man halt, bevor ich die jetzt bei mir verschimmeln, verschenke ich sie lieber. Das ist immer noch, finde ich, die beste Kategorie. Aber dass man zum Beispiel sagt, ich möchte ein Weihnachtsgewinnspiel machen, ich schreibe mal irgendeine Firma an, die mir das sponsert. Aha, dann habe ich das zwar organisiert, weil ich habe mich ja darum gekümmert, etwas zu haben. Oh, dann kann ich eine tolle Verlosung machen, aber... Also was ist denn das für ein Herzblut? Was steckt denn da drin? Was ist denn daran persönlich, wenn ich mir von irgendeiner Elektrofirma ein Glätteisen schicken lasse und das dann verlose? Also ich finde es halt toll, wenn das vielleicht maximal, also was ich auch noch sehe, wenn ich, also ich habe zum Beispiel ein Weihnachtsgewinnspiel gemacht, da habe ich einfach meine Lieblinge aus der Drogerie zusammengekauft, die einen ganzen Look ergeben, die ich gerne benutze und die ich gerne so weitergeben wollte. Und habe mir halt Gedanken gemacht und ich habe es mit meinem eigenen Geld bezahlt, weil Blogger oder YouTuber, jeder verdient ein bisschen Geld damit. Und anstatt das halt dann für sich zu behalten, kann man das doch auch wieder dann vielleicht in so ein Gewinnspiel dann reinstecken. Oder ich sag halt, okay, das, was halt monatlich, das ist ja Taschengeldniveau, aber was dann YouTube-mäßig reinkommt, das stecke ich auch wieder mit Schminkkäufen oder mit einer neuen Fotolampe oder so wieder rein. Das packe ich mir nicht unbedingt auf mein Konto und sage dann, haha, ich verdiene jetzt Geld mit YouTube. Also, das ist so meine Ansicht der ganzen Sache und ich weiß nicht, könnt ihr mich verstehen? Es ist halt unglaublich kommerziell geworden auf YouTube und es ist halt so und da kann man jetzt auch nichts dran ändern. Trotzdem will ich halt nicht unbedingt mitschwimmen und mir meins bewahren und ich mache Content und YouTube, was mir Spaß macht, weil ich mich gerne austausche zu den Dingen, die mir Freude bereiten und deswegen werden mich weder tausende Daumen runter noch irgendwas davon abhalten zu machen, was mir gefällt. Und ich werde mich auch nicht nur danach richten, was gefällt. Und ich werde keine künstlichen Aktionen wie Gewinnspiele machen, nur um Follower zu gewinnen. Also, ja. Und ich würde halt viel lieber irgendwas machen. Also ich finde es dann fast noch besser, wenn jemand Gutscheine verteilt. Wenn jemand sagt, ich habe bei der Firma für euch einen Gutscheincode aktiviert. Da haben wenigstens mehr Leute was davon, als jetzt eine Person, die dann einen Gewinn hat. Also wenn man, weil das ist auch immer das Argument, ich möchte euch gerne was zurückgeben, wo ich mir denke... Du machst eine Verlosung. Eine Person bekommt ein Schminkset. Was hat das mit, ich gebe euch was zurückzutun? Denn du hast einen viel größeren Vorteil davon, mehr Follower zu bekommen, die bei dem Gewinnspiel mitmachen wollen und deswegen folgen, als dass du deinen Follower zurückgibst. Ja. Viele Gefühle, die jetzt mal raus mussten, Gedanken. Ich kann es gut nicht verstehen, wenn es nach diesem Video auch D-Abos gibt. Ich rechne gerade irgendwie fast schon damit. Auch nach dem ersten englischen Video gab es irgendwie 40 D-Abos und ich denke mir so, ja, dann geht. Also das ist ja doch das Schöne an YouTube. Man muss ja nicht das gucken, was einem nicht gefällt. Man muss auch die Videos, wo vorne Englisch steht, nicht anklicken, wenn man sie nicht sehen will. Und deswegen im Zuge einer Meinungsfreiheit auf YouTube. Tschüss, wenn es euch nicht gefällt. Tschüssi, dann gerne D-Abo, es ist vollkommen okay. Und für alle, die sich entscheiden zu bleiben und es zu gucken und vielleicht auch nur ab und zu die Videos zu gucken und die Englischen zu überspringen, auch dafür bin ich froh und dankbar. Und ich denke, wir werden uns das schon nett machen hier auf dem Kanal und ich hoffe, es macht euch Spaß, mir zuzugucken, wie ich Spaß habe. Ja. Also, dann danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald. Ich muss mich jetzt beruhigen. Tschüss. Hallo. Jetzt muss ich schneiden! Ja, jetzt musst du wohl schneiden. Okay, noch eine Minute. Oh. Was brauchst du denn? Ja, ich weiß nicht, ob das zu viele Zwiebeln sind. Das sieht so viel aus. Soll ich kurz gucken? Ja. Ich weiß doch nicht, wie man dunkel ist. Ich auch nicht. Ich muss jetzt vor allem erstmal fertig drehen. Was? Ich muss jetzt vor allem erstmal fertig drehen.